Yo, Bros, und herzlich willkommen zu einem, ja, kann man sagen, Themen-Commentary. Ja, Commentary kann man sagen. Mit dabei ist natürlich der Nenmank. Ganz genau, yo, Bros. Ja, wir haben uns heute ein Thema überlegt, und zwar wollen wir beide euch unsere 10, also unsere Top 10 YouTuber sozusagen vorlesen oder einfach, ja, näher bringen. Ja, genau. Einfach die 10 YouTuber, die wir am meisten feiern, und jeder hat da seine eigene Liste. Und dann würde ich sagen, soll ich mal den Anfang machen? Das kannst du, wenn du das möchtest. Gut, dann bei mir auf dem Platz 10 befindet sich FIFA Goals United. Und der Grund, warum ich sie so feier, ist, also ich schaue sie schon seit 2,5 Jahren ungefähr. Da hatten sie noch unter 10.000 Abonnenten. Mittlerweile haben sie, glaube ich, schon bald die 200.000 Abonnenten geknackt. Und ja, ich feiere ihre Videos halt, während ihre Serien zum Beispiel Abos wissen, wer ihr Barber ist oder so, wer sie halt nicht kennt. Und wer, ja, ich feiere sie halt. Und wer von euch Zuschauern vielleicht auch noch FIFA begeistert ist, sollte sich den Kanal besser mal anschauen, weil die machen echt geile Videos. Gut, auf dem Platz 9 befindet sich Golden Boy Marcosi. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn nicht. Kennst du ihn? Nein. Ja, der macht halt Let's Plays von J-Games, also Japan-Games, zum Beispiel Naruto oder was heißt. Also, doch, ich kenne ihn. Also ich gucke ihn nicht, aber das erste Mal, als du Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution gespielt hast, warst du online gespielt hast, hast du gegen ihn gespielt, genau. Ja, das genau. Weiß ich noch. Wie du das hart abgefeiert hast, Alter. Ja. Ich schaue ihn halt einfach, weil er macht halt auch noch so Manga und Anime Reviews, oder zum Beispiel, wenn ein neues J-Game rauskommt, bringt er zum Beispiel Screenshots oder einfach sonst Informationen, und darum schaue ich ihn sehr gerne, und ich schaue, glaube ich, schon, ja, wirklich fast jedes Video von ihm. Ja, und das zu Golden Boy Marcosi. Gut. 93. 93. Nein, ist nicht 94, ich Nein, dachte, es sei 94. 93. Okay, also gut, dann mache ich jetzt 2, danach du wieder 2 und dann immer so weiter, ja, genau. Okay? Gut. Also, auf meiner Liste auf Platz 10 steht Simon Desue. Die meisten von euch werden ihn kennen. Der hat jetzt auch schon fast seine 2 Millionen oder hat seine 2 Millionen Abos schon geknackt. Auf jeden Fall, ich schaue ihn praktisch nicht mehr, aber ich feiere halt einfach seine Art, so sein Dasein, seine, ja, wie soll ich sagen, Hiroshina ist fast genauso wie er, ist einfach so richtig, genau, spontan. Du siehst nie, was er jetzt als nächstes macht. Und das, ey, ich finde das, ich feier das so ab. Und dann ich habe ihn jetzt halt auf den Platz 10 gepackt, weil ich halt seine Videos nicht wirklich aktiv schaue. Ja, und darum hat er bei mir nur den Platz 10 erreicht. Und auf Platz 9 haben wir die Flying Pandas. Wer sie nicht kennt, sie machen Slow-Motion-Videos. Und In Your Face machen sie auch, das ist aber auch Slow-Motion. Und das ganze Format, das ganze, ich feiere das so, weil das sind einfach, ihre Videos sind qualitativ so extrem hoch. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde das einfach, ich feiere einfach dieses Zusammenschneiden von speziellen Sachen, wie sie das halt machen, feiere ich voll. Darum sind sie bei mir auf Platz 9. Sie sind allerdings nur auf Platz 9, wenn man das jetzt mal aus der nicht optimistischen Seite, das habe ich vergessen, wie das Wort heißt. Wie heißt einer, der nicht kein Optimist ist? Pessimist, oder so. Genau, Pessimist. Wenn man das aus der pessimistischen Seite, von der pessimistischen Seite anschaut, nur auf Platz 9 sind sie, weil sie halt auch nicht viele Videos machen. Aber ich schaue trotzdem jedes Video von ihnen, wenn eins rauskommt. Jo.
Gut, dann soll ich mit 8 und 7 bei mir fortfahren. Ja, genau. Gut, dann auf Platz 8 ist Giorgio the Beast. Diesen jungen Herr sozusagen kenne ich schon sehr lange. Er hatte vorher schon einen Kanal, der hieß Giorgio TV, und dort, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hatte er, glaube ich, so um die 3000 Abonnenten ungefähr. Und seit dort an schaue ich ihn regelmäßig, auch als er dann eben den neuen Kanal Giorgio the Beast aufgemacht hat oder erstellt hat, eröffnet hat, wie auch immer. Und ich feiere einfach seine Art, weil ihm ist nicht... Vor allem sein Lachen. Das ja, sein Lachen, ja. Und zum Beispiel, ihm ist einfach nichts peinlich, und das feiere ich so bei ihm. Ja, ja. Darum hat es etwas bei mir auf die Nummer 8 geschafft. Nummer 7 ist Montana Black 88. Ja, wer kennt den nicht? Natürlich ein guter Kumpel von Edotrix. Ich feiere ihn halt, weil ich schaue gern seine, vor allem seine Real-Life-Stories oder Alltag in COD. Ja. Und ich bin halt auch einer, der gerne COD-Videos schaut, und darum ist er bei mir auf dem Platz 7. Gut, kannst du weitermachen. Gut, übrigens, ich weiß, nee, das, nein, vergess, was ich gerade sagen wollte oder gesagt habe. Bei mir auf Platz 8, da wurde es bei mir schon kritisch, ich wusste nämlich nicht, wen ich jetzt als nächstes nennen sollte. Auf jeden Fall ist bei mir auf Platz Nummer 8 ApoRed. In letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr so aktiv geschaut, aber ich habe ihn auf jeden Fall für eine Zeit lang aktiv geschaut, vor allem seinen Zweit-Channel Red Gaming verfolge ich noch gern, weil er dort halt so Hardware-Reviews macht. So, er hat sich zum Beispiel, weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich ungefähr 2-3 Monate her, hat er sich neue Kopfhörer gekauft, so ganz normale Headphones, die über den ganzen Kopf gehen und auf dem Ohr drauf sind, nicht diese kleinen In-Ear-Dinger. Und ich habe mir die dann auch gekauft, weil die nur 40 Euro gekostet haben. Und Leute, ich sag's euch, diese Kopfhörer haben mein Leben verändert, echt. Die haben so eine Qualität und die haben so einen Bass, kosten 40 Euro und sind damit besser als Beats, meiner Meinung nach. Feier diese Kopfhörer einfach so. Und darum habe ich ihn jetzt halt auf die 8 genommen. Dadurch, dass mein Interesse an seinen Videos in letzter Zeit abgenommen hat, ist er halt nur auf Platz Nummer 8, sonst wäre er wahrscheinlich auch höher oben. Gut, und dann auf der Nummer 7 steht bei mir auch Montana Black 88. Ich weiß nicht, wie regelmäßig er, also ich glaube, er lädt nicht sehr regelmäßig Videos hoch. Geht so alle 3-4 Tage oder ja, so. Ja, genau. Ja, ungefähr so. Auf jeden Fall kenne ich seine Upload-Zeiten nicht ganz genau, und darum verfolge ich ihn auch nicht genau, dass er das Video kommt jetzt raus und dann schaue ich es auch jetzt, sondern schaue es mir halt 2-3 Tage nachher an, aber ich schaue seine Videos trotzdem gern, vor allem wenn er mit, wie gesagt, mit Allotrix Videos macht, weil ich den Kerl halt wirklich feier. Nicht nur wegen seinem Ausrasten, sondern einfach wegen seiner Art, wegen seinen Stories, die er raushaut, wegen seiner Spontanität. Aber dazu kommen wir später noch. Gut, dann wären wir jetzt bei Platz Nummer 6 und 5 und du machst weiter. Auf meinem Platz 6 ist Julians Blog. Den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen als die Außenseiter, ich weiß nicht, das war schon ein bisschen länger her, 3 Jahre oder so, keine Ahnung, haben sie auf ihrem Kanal ein Video von ihm hochgeladen, und das hat mir so gefallen, und ich, keine Ahnung, ich feiere seinen schwarzen Humor. Ich schaue jedes Video, also wenn ein Video von ihm rauskommt, dann muss ich das schauen, es geht nicht anders. Ich schaue jedes Video von ihm, und er hat es nur auf Platz 6 geschafft, weil er so wenig Videos hochlädt. Sonst denke, sonst hätte er, also würde er regelmäßig Videos hochladen, würde er bei mir in die Top 3, in der Top 3 stehen. Und ja, feier den Typen einfach. Ich kann
Ich kenne keine negativen Grund bei ihm. Die meisten sagen, sie finden ihn scheiße, weil er übertreibt da mit seinem schwarzen Humor, aber keine Ahnung, ich feiere das irgendwie. Ja, dann, man darf es halt nicht so ernst nehmen. Ja, das ist so. Es ist nicht immer ganz schön, wenn man schwarzen Humor hat oder wenn man so Leute kennenlernt, die schwarzen Humor haben. Es gibt halt wirklich Leute, die meinen das todernst. Ich will ja nicht sagen, aber NPD. ich find's einfach so, ja, das ist einfach schlimm, sowas. Ja, und ich habe auch von Leuten gehört, er ist nur in seinen Videos so und privat ist er gar nicht so, also habe ich gehört. Ja, du hast ja auch mal gesagt, er will sich damit nur so sein Image aufbauen, weil er halt nicht so ein ganz normales Image haben will, sondern ein bisschen ein anderes Image. Ja, also das sind einfach Sachen, die ich gehört habe von anderen YouTubern. Ja. Das war die Nummer 5 von dir, oder? Nein, die 6. Die 6, gut. Die Nummer 5 ist bei mir Elotrix. Eben, keine Ahnung, den Typ kann man irgendwie einfach nur feiern. Ja. bei mir er würde bei mir auch in der Top 3 stehen, würde regelmäßiger Videos schauen, also gar keine Frage, aber darum ist er bei mir nur auf dem Platz 5 sozusagen. Und ich feiere halt seine Commentaries, seine Art, sein Lachen, seine Livestreams, die gehen so ab, ey. Ja. Ich liebe den Typen, also aber nur Homo. Ja. Was soll ich mir zu ihm sagen? Ich kann gar nicht sagen, warum ich ihn wirklich so feiere. Ich feiere ihn einfach. Und darum ist er bei mir auf Platz 5. Dann ja, kannst gut. Du weitermachen. Dann bei mir auf Platz 5 und 6 sind zwei Vlogging-Kanäle, nicht direkt, aber einer davon ist ein Vlogging-Kanal. Aber ich fange erstmal auf der 6 an, nämlich Dena. Ich schaue seine Minecraft-Let's Plays nicht wirklich, ich schaue nur manchmal GTA, aber wirklich nur selten. Oder ich schaue halt eben seine Vlogs, weil ich weiß nicht, es gibt nicht viele Vlogs, die ich wirklich, also viele Vlogging-Kanäle, die ich wirklich mag, aber Dena ist halt einer von denen. Ja, und eben, weil er das eben so gut macht, ist er bei mir auf Platz 6. Und ungefilmt ist auf Platz 5. Den feiere ich halt auch. Also, was heißt feiern? Ich bin nicht so... Es ist halt nicht so, dass ich ihn... dass ich jeden Tag sofort um weiß nicht wie viel Uhr auf seinen Kanal gehe, um zu schauen, ob er irgendwas hochgeladen hat. Sondern so alle ein, zwei Tage gehe ich mal bei ihm vorbeischauen, ob er irgendwie so einen Vlog hochgeladen hat. Und die letzten Vlogs waren nicht so cool wie die von Dena, aber weil er es halt regelmäßiger macht, habe ich ihn auf Platz 5 genommen. Gut, jetzt bist du wieder dran. Ja, hast du beide gesagt, 6 und 5? Ja. Okay. auf Platz 4 ist bei mir Wiska Abasa. Ja, das Biest in der deutschen COD-Community. Ja. Ich feiere einfach seine biestigen Gameplays. Also der Typ ist einfach ein Biest in COD. Ich finde, also für mich ist er mit der beste Spieler Europas. Wenn er nicht sogar der beste ist, ja. Ja. Und auch seine Art, zum Beispiel seine FAQs, wo er halt über sein Privatleben und so auch Fragen beantwortet. Ich feiere ihn einfach. Finde, er ist einfach ein cooler Typ. Aber hey, no homo. Ja. auf Platz 3 ist iBlali. Ja, ich finde, seine Videos sind zum Beispiel Ali Tells. Ich finde das so lustig. Ich weiß nicht wieso, aber ich feiere das einfach. Weil er befragt, beantwortet ja dort seine Kommentare so voll, also so sinnlos wie möglich. Und das finde ich so lustig. Und manchmal macht er dort halt auch seine, also nicht, also so indirekt macht er seine Abonnenten fertig, aber nicht ernst gemeint, also so als Spaß. Und also er macht die nicht fertig, aber so indirekt halt. Ja. Und auch so Videospielmythen, die er macht, ich finde das übertrieben geil gemacht und ja, darum ist er bei mir auf Platz 3.
Gut, dann bin ich wieder dran. Auf ja. Platz 4 ist bei mir auch Wiska Barça. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. China hat das halt so erklärt, wie das halt ist. Bester, der beste COD-Spieler Deutschlands, EU. Franzosen darf man nicht dazu zählen, die spitzen ja. nur und sitzen in ihrer hässlich vollgeschissenen Ecke. ich habe keinen schwarzen Humor, ich habe Franzosenhass, aber das ist ein anderes Thema. Ja, schwarzer Humor halt, ich finde das, also ich bin nicht so, also das heißt nicht, wenn man einen schwarzen Humor hat, dass man rassistisch ist oder ja. so, aber... Also ein bisschen rassistisch ist man dann schon, aber ja, nicht so extrem. Es ist nicht ernst gemeint. Ja. Ja, auf jeden Fall zum Franzosen-Thema. Wenn ihr das wollt, können wir das mal wann anders ansprechen. Aber wie gesagt, Wiska Barça, bester Spieler EU, braucht man, kann man eigentlich nichts zu sagen. Ja, ich feiere den Typen halt einfach, und er ist halt auch, wie alt, er ist 17. 17 Jahre ja, ist der ja. 17 Jahre ist der jung und verdient mit YouTube, weiß nicht, wie viele Abonnenten hat der, 200.000. Hat vielleicht 50.000 Klicks auf jedem Video und macht im Monat vielleicht 5 Videos. Der verdient, weiß nicht, also er ist 17 und verdient dreistellig mindestens, und das finde ich einfach so eine Leistung, dass der das so hinbekommt. Und der ist ja auch Russe und kann die deutsche Sprache trotzdem so gut, auch wenn er das eher immer so rollt. Ja, darum ist er bei mir auf Platz 4. Und auf Platz 3 ist bei mir der gute alte Taddle. Ich verfolge ihn nicht mehr so aktiv wie auch schon, aber ich feiere einfach seine Art und sein Lachen, wenn er dann mal loslacht, finde ich auch so richtig cool, richtig nice. Und seine Stimme ist richtig nice. Natürlich. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zu den beiden auf den besten beiden Plätzen. Jo, und dort ist bei mir auf Platz 2 Apecrime. Ja, die habe ich damals zum ersten Mal gesehen in einem Video von Waititi. Und seitdem feiere ich die übertrieben. Also es hat dazwischen mal eine Zeit gegeben, da habe ich sie nicht mehr verfolgt und dort habe ich sie auch nicht mehr so gefeiert. Aber als ich dann aktiv angefangen habe, Let's Draw zu schauen. Oh, das beste Format ja, auf YouTube. Habe ich die so angefangen zu feiern, und ich feiere auch ihre, wie heißt das, 10 Songs in Real. Das ja, also sein ihre Crime Times einfach. Ja, die feiere ich so, und ja, Let's Draw ist einfach wirklich das beste Format auf YouTube. Einfach legendär. Dann kommen wir zu meinem Platz 1, und dort befindet sich der gute Tuttle, der bei dir auf Platz 3 ist. Ich finde das wusste ich. ich feiere den Typen einfach so. Ich an seiner Person halt. Ich finde ihn so witzig und eben sein Lachen, wenn er da mal so richtig abgeht. Ja, das ist einfach. Da muss ich immer mitlachen. Das ist bei Elotrix. Bei mir ist das bei Elotrix. Ja, so, wenn der loslacht, auch. Kannst du einfach nicht ernst bleiben. Ja. Yeah. Es ist einfach so, und bei Tuttle, ich finde es schade, dass schon länger kein What the Fact mehr rausgekommen ist. Ja, genau. Aber dafür schaue ich umso mehr seinen Let's Tuttle-Kanal, und auch wenn jetzt nicht zum Beispiel der Best im PvP ist oder so, ich feiere den Typ einfach. Ja. Gut, dann kommen wir zu deinem Top 2. Gut, bei mir auf dem zweiten Platz ist der gute Elotrix, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich feiere diesen Typen einfach. Wie gesagt, ich finde einfach klar, er ist... Früher in seinen Videos war er halt rassistisch und auch das ganze Ausrasten. Früher habe ich das Ausrasten gefeiert. Aber ich bin auch eher so ein Typ, der ein bisschen unruhiger ist beim Zocken. Und seitdem ich das... Seitdem ich wirklich aktiver irgendwie zocke irgendein Spiel, dann und wenn ich dann da ein bisschen ausraste, dann finde ich das, also was heißt ein bisschen,
wenn ich dann da ausraste, dann finde ich das richtig armselig und darum versuche ich das auch zu bremsen und darum finde ich das auch nicht mehr so cool, wenn er ausrastet. Und zur Häufigkeit von seinen Videos, da kommen ja nicht wirklich viele Videos, aber da er halt mit dem lieben Montana Black 88 so viele Videos macht oder auch mit Visca Barca oder mit solchen Leuten halt, dann, weil ich ihn da immer wieder in diesen Commentaries sehe, seine Persönlichkeit halt einfach, dann darum ist dieses dieser unregelmäßige Upload eigentlich schon fast wieder überdeckt, weil er halt eben bei so vielen anderen auf dem Kanal zu sehen ist. Und bei mir ist auf dem ersten Platz Ape Crime und halt Ape Crime TV, ihr Zweitkanal. Ich feiere diese Leute einfach so. Ich gucke wirklich jeden Tag bei denen vorbei, ob sie einen Vlog hochgeladen haben. Und ich schaue jedes Let's Draw und jede Crime Time, weil ich die Typen einfach so feiere. Die wohnen in einer WG. Was ich auch später mal machen möchte, einfach so mit meinen Kumpels in einer WG und dann den Nachbarn belästigen. ja, genau, den Nachbarn belästigen. Nee, der Typ tut mir echt leid. ich finde einfach ihre Formate eben, Let's Draw, bestes Format auf YouTube, finde ich einfach, ich feiere das einfach so. Und ja, darum stehen sie bei mir auf Platz 1. Was ich schade finde, ist halt, dass ihre Let's Draw Folgen, klar, wie lange haben sie, um das zu schneiden? Garantiert um 5-6 Stunden ungefähr. Könnte zum sein. Schneiden von so 20-25 Minuten. Und dass sie diesen Aufwand für ihre Community eingehen, also für diese Community machen, das finde ich richtig genial. Und darum finde ich auch, dass sie jetzt halt auch regelmäßig auf Ape Crime TV ihre täglichen Vlogs hochladen, jetzt auch noch dieses Devil Within Let's Play, was ich zwar nicht aktiv schaue, eigentlich gar nicht schaue, aber trotzdem, dass sie halt so aktiv sind und dass sie ein Lebenszeichen von sich jeden Tag hochgeben, finde ich halt cool, und dass sie diese Arbeit halt, diese Last halt auf ihre Schultern nehmen für ihre Community, feiere ich einfach richtig hart. Und ich gönne es ihnen auch, wenn sie dann bald endlich die 2 Millionen Abonnenten knacken, was ja, sie jetzt sind auch nahe nur noch dran. Ja, vielleicht 200.000 Abonnenten fehlen noch. Ja. 1,5. Ich gönne es ihnen einfach und darum stehen sie bei mir auf Platz 1. Jo. Gut. Das waren unsere Top 10 YouTuber. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, das sage ich glaube ich in jedem Video, aber egal, ich sag's halt nochmal, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt von Spielen, schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr wollt. Also ich habe mir letztens Far Cry 3 gekauft und ich feiere dieses Spiel. Wenn ihr wollt, dass ich ein Far Cry 4 Let's Play oder mit zwei anderen Kumpels, die nicht von denen keiner Chinar sein wird, weil er halt Far Cry nur für die PlayStation hat und ich hab's für den PC. Aber ich werde mir eine Elgato holen und dann werde ich auch mal irgendwas an der PS4 ja, oder PS3 noch machen. Ja. Okay. Auf jeden Fall werde ich das dann mit zwei anderen Kumpels aufnehmen, wenn ihr den Koop-Modus von Far Cry 3 sehen wollt. Würde ich das auf jeden Fall für euch machen, aber dafür müsste ich halt, wenn ihr Far Cry 4 sehen wollt, müsste ich halt mir das Spiel erst kaufen und das kostet halt 60 € und ich habe auch nicht den Geldbeutel bis oben hin voll mit 1000 € Schein. Darum müsste ich mir das erst noch gründlich überlegen, ob ich das wirklich machen möchte. Wenn aber der Wunsch da ist und bei unseren 10 Abonnenten würde ich sagen, wenn 5 von diesen Abonnenten das wollen, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mir das auf jeden Fall überlegen und werde das auch höchstwahrscheinlich machen für euch. Und ja,
Ich habe noch etwas zu sagen, aber das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Far Cry oder so zu tun. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure Top 10 YouTuber in die Kommentare schreiben. Das würde uns nämlich auch interessieren. Ja, genau. Gut, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Und ja, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert uns doch, das würde uns freuen. Und ja, hast du noch was zu sagen? Da gibt es nicht viel anzuhängen. Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao! Ciao!